Ich liege jetzt zwar die ganze Zeit im Bett, aber ich kann es nicht ändern. Darum mache ich das Beste daraus und schaue, dass ich so viele gute Emotionen habe, wie ich noch haben kann, wenn ich vielleicht eine begrenzte Zeit habe. Samuel? Ja? Ich habe noch eine Überraschung für dich. Okay. Mach mal schnell die Augen zu. Okay. Jetzt darfst du wieder öffnen. Wow. Wow, krass. Wow, krass. Hast du gesehen, von wem? Ja. Hä? Hat er für dich gemacht. Und zwar er selber. Wow. Mhm. Es ist eine Autogrammkarte von Sakai Esuno, einem der grössten Manga-Zeichner der Welt, der von der Geschichte von Samuel gehört hat. Mit Unterschrift. Mit Unterschrift und Widmung. Hast du sie mal gelesen? Ja, Hammer. Der Susumu ist die Hauptfigur im Manga von Samuel. Er hat in seiner schwersten Zeit selber ein Manga geschrieben, um seine Krankheit und sein Schicksal zu verarbeiten. Manga ist eine japanische Comic-Kunst. Für Japaner ist es eine Kultur und es ist die ganz grosse Leidenschaft von Samuel. Die Handlung eines Manga ist oft düster und brutaler wie andere Comics. Es wird gemordet. Dafür haben Geschichten und Charaktere mehr Tiefe. Ich weiss gern, warum der Bösewicht böse ist. Also ich finde das dumm, wenn man einfach einen Bösewicht herstellt und der ist jetzt einfach böse und der ist so. Weil eben ohne Grund böse sein, ist er dumm. Böse und brutal ist auch der Susumu. Mit ihm als Hauptfigur erzählt Samuel seine eigene Geschichte. Mit seinen eigenen, in der schwersten Zeit eben auch extremen und negativen Emotionen, wo ein Kind durchmacht, wenn es mit 17 gegen einen bösartigen Krebs muss kämpfen muss. Ich dürfte auch in die Menschenmenge rausrennen und auch von Leuten töten, so einen Hass, wie ich habe. Oder wie ich hatte während der Chemotherapie vor allem. Es war einfach unfair, dass andere, die arrogante Leute und Leute, die anderen geschadet haben, einfach weiter ihr Leben führen dürfen. Das Akzeptieren vom eigenen Schicksal, so ungerecht das erscheinen mag, hat viel ausgelöst. Als Ventil von diesen negativen Gefühlen hat Samuel die Geschichte geschrieben, zum Verarbeiten und irgendwie mit dem Schicksal umzugehen. Mit ihm selber als die anfänglich von Hass gefüllte Hauptfigur Susumu. Der Susumu soll wie zeigen, dass, obwohl ich die Wut hatte, dass man sich davon weglösen kann. Und dass man trotzdem seinen Frieden mit sich selber schliessen kann. Und ich habe das ja geschafft für mich. Und darum möchte ich, dass andere Leute, die vielleicht auch denken, man ist da unfair, dass die auch aufwachen und sagen, mein Gott, ich liege jetzt zwar die ganze Zeit im Bett, aber ich kann es nicht ändern. Darum mache ich das Beste daraus und schaue, dass ich so viele gute Emotionen habe, wie ich noch haben kann, wenn ich vielleicht eine begrenzte Zeit habe. Das ist das Wichtige am Buch, dass man trotz Lähmungen Spass am Leben haben kann. Dass man zeigen kann, wow, es geht ja noch weiter und sogar mit gutem Gefühl. Diese Botschaft muss viele Menschen erreichen. Das wird ihm klar, als er Samuel seine Geschichte über den Susumu liest. Der Dominik Kolb von der Kinderspitex hat mit Hilfe von Übersetzer und Vermittler in Japan eine Manga-Zeichnerin gefunden, die dem Wort von Samuel ein Gesicht gibt und aus Samuel seinem Text ein richtiges Manga zeichnet. Sie hat im Prinzip nur die Vorlage von seiner Geschichte, also in Wort. Und wenn sie die Geschichte gelesen hat, sind ihre Bilder gekommen, wie die Figuren könnten oder sollten aussehen und hat dann die als Ideenskizzen umgesetzt für den Samuel. Eine Woche später in Diepoldsau beim Samuel. Ich habe noch ganz einen persönlichen Gruß von der Kuroki-san. Kuroki, das ist die, die deine Geschichte zeichnen wird. Okay. Und sie hat bereits der Dominik Kolb zeigt den ersten Entwurf, wie seine Geschichte als Manga entsteht. Und die ersten Zeichnungen von seinen Figuren. Wow. Erkennst du schon die eine oder die andere Figur? Ja, also der Ober ist der Susumu.
Und gefällt es? Also mir gefällt es sehr. Und der Susumu hat wirklich ein schönes Lächeln auch. Also man sieht, dass er noch ein Herz hat. Mhm. Vor dem Buch sterbe ich nicht. Das erlebe ich noch. Das spüre ich. Wie viel Zeit bleibt dem Samuel noch? Im Sommer soll das Buch fertig werden. Über die ersten Entwürfe freut sich der Samuel, hat dann aber doch noch ein paar Änderungswünsche. Er soll fröhlicher werden. Fröhlicher. Morgen im dritten Teil.